Hallo und herzlich willkommen hier zu meiner Folge hier. noch frisch im Arsch. 2.6. Ja, auf Feld Nummer 44 kommt jetzt Weizen rein. Und die Ernte läuft auf Feld Nummer 49, Sonnenblumen. Und auf Feld Nummer 4 Hopfen. Die Abfahrer machen hier ab und zu mal Probleme, weil das etwas ungünstig angeschlossen für Feld, also Brauerei reinfahren. Der eine hat richtig, der andere nicht. Na gut, Auge behalten. So, dann muss man überlegen. Überlegen brauche ich nicht. Kalk. Kalk für. Das wäre der kleine Kalkstreuer, wäre unser nicht. Ich hatte doch einen größeren gehabt. Und zwar. Auf Feld Nummer 2. Nehmen wir an, hier genug gekalkt wurde. Den fahren wir jetzt runter. Bevor das hier noch stärker wächst. Den werden wir auffüllen. Und umstellen auf Feld Nummer 44. Und dann kann er sich alleine Kalk holen. Von der Kalkstation 2. Ja, Kalk passt. Beladen Kalk. Zwei ist auf der anderen BGH. Das wäre ja Blödsinn. Achso, ist ja nicht. Okay. Das wäre ja Blödsinn, wenn er jetzt hierher fahren würde und halt den kürzeren Weg nehmen. Ne? Tja, unser Raps, der wächst. Ist gedüngt. Und kaum das bekämpft, soweit ich weiß. Überwiegend kann man sagen, ne? Können wir wegmachen. Wir fahren mal zur zweiten BGH, da ist auch das andere mal gucken, wie es funktioniert. Die Ernte. Ja, für Flügen mal schauen. Wahrscheinlich werde ich dann einen größeren Traktor kaufen. Weil ich keine groß frei habe. Das muss ja auch noch alles nebenbei laufen. Also Kalken zum Beispiel, der könnte eigentlich flügen, aber ich möchte gerne zwei gleiche Traktoren für haben. Zwei starke. Muss ich mal schauen. Ob es Geld für reicht, ne? Müsst ihr noch Bier verkaufen? Ich muss nur so vieles machen, aber ich habe keine Zeit. Ich hätte auch vor Geres auch bringen auf Feld Nummer 44. Könnte ich eigentlich Geres auch bringen auf Feld Nummer. Ich glaube 50, nee, 53 oder so den Dreh, da oben wo Raps war. Oder man muss gucken, es könnte sein, dass Raps auch dafür gesorgt hat, dass da genug Dünger drauf ist. Bin ich hier richtig? Nö. Aber wir können hier lang fahren, ne? Ja, das. Muss ich mal schauen. Ansonsten braucht er jetzt keinen. Obwohl der andere Feld hat ja viel gebraucht, ne? Ja, müssen wir gleich hinfahren. Wie gesagt, da immer einen Traktor für kaufen. So, C. Und von der anderen BGH halt die Gärreste verwenden. Die ist ja da. Gärreste. Für ein Feld wird es reichen. Müsste hier kalt sein. So, das läuft. Ausmachen. Das ist für Wasser, das braucht er nicht fahren.
Hier ist wieder Abfahrerproblem. Hier mal ein bisschen Nachschub geben. Sobald der Ding mal leer ist, kann man losschicken. Damit war jetzt fast fertig, ne? Der mag das immer nicht. Wenn ich da ankomme, dann stehe ich da und nichts passiert. Ob der an sich einen Fehler hat, aber er hat auch einen LKW gehabt, der hat verkauft. Da gab es auch mal Probleme. Mal gucken, wie er hier fährt. Ob er da richtig fährt vor allen Dingen, ne? Das ist ja anscheinend eine Frage. Das muss ja allein klappen. Und da muss ich ein bisschen gucken. Dann wir haben noch mehr Hopfenfelder, etwas kleinere, aber das muss trotzdem funktionieren, ne? Eine ist da hinten. Wenn ein LKW das machen würde, wäre das viel schlimmer. Also hier hat er noch ganz gut gemacht. Ich habe entweder das gelernt oder ich weiß es nicht. Das klappt. So, ich gehe mal zum Händler. Ich will ja jetzt Fahrzeuge, muss ich ja haben. Der Händler ist hier, Shop. Ich, wo ist jetzt Symbol da? Ich wollte ja noch einen Traktor kaufen. Ja, reparieren habe keiner, ist gut. Shop ist hier. So, Traktor. Und zwar groß. Ja, das sind ja Strecken, die sind weit. Seid mal so ganz vorsichtig. Und da brauchen wir eigentlich einen Traktor, der schnell ist, unterwegs ist und genug Kraft hat für das Güllefass zu fahren. Haben wir im Hof. ...60 PS. Da habe ich eine gute Frage. Ich glaube, der hat glaube ich ein Problem gemacht mit Kursplay. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, das hat der mal gehabt. Ich riskiere mal, vielleicht kann man ein Update dafür, weiß ich genau. Drei Minuten ist mal gut fürs Feld. Und die Straße ist ein Kompromiss. Also ich werde den mieten. Dann bin ich nicht ganz so verloren. Ich meine schon, wenn dann schon, ne? 570 PS. Ich miete ihn einfach mal. Wenn der nicht funktionieren sollte, kann ich immer noch sagen, okay, gib sie zurück. Dann klappt das mit einem anderen Fahrzeug halt. Gewichte. Aber ein Fendt ist eine allgemeine gute Wahl. 1000 Kilogramm müssten da genügen. Da kann man ja kaufen, da macht man nichts verkehrt. Güllefass ist übrigens im Hof. So. Achtet mal darauf, wenn ich einsteige, was da kommt. Finde ich mal so gut. Oder beim Starten. So. Willkommen in Ihrem Fendt. Hauptsache du klappst auch. Funktioniert es auch wieder toll. Bin mir nicht ganz sicher, ob das jetzt wieder klappt. Oh ja, das klappt nicht. Das sehe ich gerade im Maus. Lässt es nicht steuern. Also, und die andere Maus für Kursplay klappt auch nicht. Ja, leider, muss ich mal so sagen. Das ist so, vom Fahren her einmal frei.
Aber wenn ich die Maus aktiviere, den Maus, den Cursor, kann man sagen, den Pfeil, das wenn geht nur bei Cosplay, auch das gar nicht. Gut, das war, wie gesagt, ich wusste, irgendwas war gewesen. Ich muss den verkaufen. Dann können wir wieder reinfahren. So selber fahren kann, da kann man den ja, ne? Lässt sich alles mitmachen, fahren, machen, tun, ja, alles klappt. Was nicht klappt, ist die Steuerung. Und ich muss halt beim Feldarbeit, da brauche ich Cosplay und Autodrive. Also das ist das ganze Problem. Lass mal laufen. Zurückgeben, ja gut, hätte ich auch so machen können im Menü. Okay, dann muss ich mir einen anderen kaufen. So. Muss ich mir kurz merken, muss ich nächstes Mal rausnehmen beim Mod, aber vergesse es garantiert jetzt nicht wieder. So. Okay, 2, das ist mit 40 km/h, ne? Das ist nicht so geeignet für. Das ist der hier, Agro 1000 Series. Für Traktor. Aber leider, wenn Kursplan nicht funktioniert, warum auch immer, ist ungünstig. So. Das ist auch ein Mod 1000. Oh, der ist ziemlich laut. Aber 80 km/h, ne? Mal gucken, mal ganz kurz durch. Unten, Motorausführung. 900 PS. das klingt gut. Design. Ohne Fender. Achso, das ist hier. Passt, nehmen wir so. Mit Breitfender. Design. Zulassung, ja, warum nicht? Trello-Bock können wir lassen. Radgewichte, Breitreifen. Breitreifen ist gut. Die Farbe lassen wir so. Das scheint original zu sein. Und wenn nicht, ist auch egal. 80 km/h. Also jetzt, ich riskiere mal einen Kauf. Zurück. Hauptsache bist du so laut. Tag. Immer diese Meldungen und Störungen hier. Na. Na. Gut, hier klappt das. Cosplay und das andere klappt auch. Ein bisschen lauter als die anderen Fahrzeuge. Hauptsache macht keine Probleme. Kurvengeschwindigkeit muss ich Kurvengeschwindigkeit 70 km/h, das passt. Denn sonst kann es sein, dass er Probleme macht bei der Strecke am Fahren. Ne? Ja, fährt ganz gut. Ich weiß nicht, ob 900 PS reell sind. Das kann ich nicht wissen. Ne? So, da haben wir unser Güllefass mit Dings da. Und die ganzen Gestänge zum Ablassen der Gärreste. Da hoffe ich mal, dass er nicht irgendwo Probleme macht. Also von der. Neuer Fan. Machen wir ein Foto, ne? Für Steam. Und das ist der große Flug. Der kann auch fliegen, ne? So, Gärreste, genau.
fahren wir jetzt mal zu BGH. Bezählung ist fertig. Und der muss noch warten. Weil ich muss mal jetzt mal die Gehreste rausbringen. Ne? Wie sieht die Daten für das Feld aus? Entschuldigung, ich habe kurz überlegt. Für. Da brauche ich den Mod. Dass hier den Rest noch scannen, wenn wir schon mal dabei sind, ne? So. pH-Wert Stickstoff. Gut, das ist schlecht. Also der Wert ist schlecht. Können wir auch fahren. Also geht's einmal. Ja, hier können wir lang fahren. Jetzt will ich, fahre ich da lang oder nicht? Wir fahren hier lang. Ja, das. Schnelle fahren ist mal wichtig bei langen Strecken. Ne? Da haben wir ein Fahrzeug für. Haben wir noch Mais? Ne, Mais haben wir hier nicht. Zeon ist fertig. Da muss ich garantiert Nacharbeit noch machen. Ich fahre mal kurz zu BGH, wie der Punkt heißt. Zum Beladen. Und schauen, ob da genug drin ist. Ne? Also 500.000 müssen wir schon haben. Müsste eigentlich da sein. In den letzten Tagen immer fleißig beliefert mit Mist oder einmal sogar Gülle und immer Rübenschnitzel zum Beispiel. Silage weniger, aber halt das andere Zeug halt, ne? Fährt sich gut. So, ich werde mal hier einfach den Rest reinknallen. Das müsste ja ein Originalanhänger sein. Jo. Und dann schaut mal, wie es aussieht, wie er heißt. Beladen BGH Gärreste. Ja, die auch hier, ja, ist das Tüten, ne? Können wir gleich mal ändern. Modus, das müsste sein. Nicht Gülle, Gärreste. So, Beladen. Oben müsste Feld stehen. Gucken, wie heiß 54. Und puh, nee, beladen. Das ist ein anderer Modus, ne? Das ist dieser Modus. Ja. Dann fällt 54. Nee, Quatsch. Beladen war hier. BGH. Bei Standardfahrzeugen war es gewesen. Beladen. Ich muss mal das mal verschieben. Bergereste. So, und hier nicht löschen, korrigieren, und zwar BGH. Ne, ist es nicht. Gut, ist auch egal. Wir fahren jetzt rüber zum Feld. Jedenfalls habe ich den, muss ich mal schauen, dass ich den ganzen System in Ordner reinknalle. Da System reinkriege, weil Standard nicht so viel ist. Ich habe ja nun mal zufälligerweise gesehen, wie das geht. Man nimmt einfach den Kurs, also den klickt links an und schiebt dann einfach in den Ordner rein. Das wäre ganz praktisch. Machen würde. So. Das können wir wieder mal deaktivieren. Das ist störend. Das nutzt auch ein bisschen Ressourcen vom Rechner, also von der Grafikkarte. So, müssten wir mal schauen. Ich muss wieder aktivieren, gucken, wo das ist mit dem. Wo ein Feld drauf fährt. Im Grunde ist das egal, aber im Prinzip ist es besser, man macht da den Kurs. Wenn der Nachschub holen soll zum Beispiel. Oder hier bei Abfahren der Ernte.
Genau, hier geht's rauf. Hier werde ich den Kurs berechnen am Anfang. So, Feldrandkurs ist fertig. So, deswegen brauchte ich einen, der das auch packt. Ne? Nicht den Traktor oder andere hätte ich gepackt, den ich vorher hatte. Aber ich dachte eigentlich, hätte ich mal ein Update gehabt. Muss ich mal gucken, ob da einen gibt. Update. Kursgenerierung für 54. Wir machen Vorgewende 2. Kurz mal angucken. Ja, das passt genau. Da kann er genug wenden. Und in keine Ecke stört er, ne? So. Ersten Wegpunkt. Outdrive benutzen. Ne? Sonst wird das nichts. Abfahrer einstellen. Dann schauen wir gleich mal rein. Kartenmenü. Und F1. Wie viel er da raufknallt. 60 Kilogramm. Ich finde immer fantastisch, wie das hier funktioniert. Wie gesagt, das ist eine Grunddüngung erstmal, ne? Anführungszeichen, ne? Das ist ja auch keine richtige Düngung, wie man braucht, ne? Sondern praktisch gesehen sparen wir uns so Kunstdünger ein. So, Zuschauer, das soll es dann auch schon für heute gewesen sein. Ich sag mal schönen Dank fürs Reinschauen. Dann sagt mal tschüss. Ciao, ciao. Tja, morgen geht's hier weiter. Hier auf dem Marsch. Mit, ja, mit der Ernte und mit der Aussaat, ne? Und, ja, Gülle ausbringen. Oder Gärreste vielmehr. Tschüss, ciao, ciao. Ja, vielleicht sehen wir uns mal wieder. Tschüss.